Also, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid mit SpongeBob. Also, wir machen die ganze Show jetzt nochmal neu. Also, Fakt ist, es ist absolut richtig alles, was ich mache. Ich habe den, hab den Weg tatsächlich schon richtig offen gehabt. Ich habe mich gerade nur einfach dämlich angestellt. Ich war im finalen Sprung. Jetzt nerv mich nicht. Doch, ich muss auch nochmal nerven. Geh weg jetzt von mir. Wo bist du da? Fuck. Tschüss. Ja, au. So, jetzt verpissen sich sicherlich mal die Gott sei Dank die scheiß Wolken. So, also, Fakt ist, ich war am finalen Sprung. Ich hätte die ganze Kacke gehabt. Aber das Spiel sagt mir, nö. Ist nicht. Du darfst halt nicht einmal sterben, weil deine ganze Schose wieder zurückgesetzt wird. Ne? Warum ich nicht mit Spongy tragen kann. Also nochmal, wir müssen jetzt wieder zu Patrick zurück. Wir müssen jetzt nochmal anfangen, die ganzen Kram zu tragen. Es ist eigentlich nicht schwer, der Weg. Ich habe jetzt die Folge davor gelöscht, weil es mir weniger ein bisschen Fluch war. Ja, weil ich mich einfach gerade ein bisschen dämlich anstelle. Weil ich einfach Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Wie gesagt, ich war im finalen Sprung. Ich habe die Scheiße, den Mist schon auf dem Dampfer gehabt. Und er sagt mir das Spiel, nö. Blaubersbube, ich glaube, ich habe alle Kristalle gefunden. Zeig's. Na gut. Und jetzt? Ich habe die Kraft gewonnen, meine Nasenhaare mit Supergeschwindigkeit zu trimmen. Unglaublich. Oh, ja, vermutlich. Na dann, ich muss zurück zur Heldenhöhle und mich an die Arbeit machen. Natürlich, Blaubersbube. Ich freue mich Quatsch, immer, wenn ich so meine Lieblings-Superhelden unterstützen kann. Solltest du noch mal Probleme haben, dann sag Bescheid. Ja, klar, Junge. Danke und tschüss. So, also Fakt ist, wir haben jetzt den Fun-Win Nummer 53 an Bord. Aber wir müssen ja noch ein bisschen was anderes tun. Und zwar müssen wir... Ja, zu Patrick, am besten zu Patrick wechseln. Weil wir brauchen Fun-Win Nummer 54, um weiter aus dieser Höhle rauszukommen ins Final. Und dann finden es auch 6. Und dann haben wir es. Ich befürchte, dass ich da nochmal Fun-Win damit gehen muss. 2 kriegen wir von Mr. Krabs dort, dann heißt es, fehlen noch 4. Ich weiß rein theoretisch, wo sie sind, aber müssen sie halt machen. Und ich vermute, dass ich es aber auf Cam oder auf Screen mache. So, warte, also nochmal jetzt. Wir müssen jetzt nochmal das, was wir jetzt vorgearbeitet haben, uns jetzt quasi ja, nochmal erarbeiten. Warte mal, was machen wir anders? Bevor ich mir jetzt in irgendeinen Mist mache, bevor ich jetzt irgendwas zurücksetze, was nicht sein soll. Schon viel besser. So, dich nehme ich mit. Dich nehme ich darauf. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Genau, das ist der falsche. So, jetzt gehe ich da hoch. So, wissen wir. Wie ein Fels. So. 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 Gut. Oben. Weil der geht nämlich. Wie gesagt, leider brauchen wir ihn. Um die finale Ranke zu machen. Das ist das Problem an der Sache. Ach, scheiße. Jetzt stelle ich mir auch noch blöde mit diesen Dingern, ne? Ja, ist okay. Tschüss. So, also noch einmal. Das meine ich halt einfach. Ich denke mir, du hast es so kurz vorm Ende, du hast es und dann. Nö, machen wir nicht. Lass mal da sein. Alles gut, gehen wir hin. Aber wo ist denn jetzt diese scheiß Ranke hin? Jetzt blöd oder was?
Hä? Da. Oh Mann. Ich stelle mich jetzt aber gerade auch zu dämlich an. So, mitnehmen. So. Nicht geradeaus, sondern hier rüber. Nein, doch nicht darüber! Patrick, Mann! Genau, was ich hier meine. Da wirfst du die lieber komplett darüber. Also, wie gesagt, ich habe nur falsch anvisiert, ja. Klar, schmeiß, why not? Du stehst vorher vor. Aber warum? Schmeißt man einfach lieber das Ding komplett darüber. Ja! I love it! Das zweite Mal passiert. Also wie gesagt, ich komme da ja hoch mit dem Ding. Aber ich baue halt gerade nur ein bisschen Mist. Blub. 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 Oh ja, dann stirbt er! Da verfehlt er das Ding aus 5 Meter, 5 Zentimeter Entfernung. Ja und? Da musst du halt die ganze Scheiße nochmal neu machen, weil ja wieder alle Feinde respawned sind. Ah, verpiss dich mit deiner scheiß Glocke, Mann. Was hau ab denn ich hier nicht, Mann? Nö, ich muss dir noch ein paar Augen entgegen machen. Warte mal. Lass mich in Ruhe. Hier schneiden. Ach, was ist das für was sind das denn für dämliche Dinge gerade da passiert? Warum? Warum machst du sowas, Spiel? So, jetzt nochmal. Ja, ich muss jetzt wieder mit SpongeBob die Gegner wegschießen. Wo ist der Typ? Da, also. Jetzt, ich hab aber direkt mit dem Volltreffer getroffen. So, jetzt muss ich den Typen noch mal hier wegschießen, den Leuchter-Heini, damit ich da... Lass mich in Ruhe. Es glänzt. Oh Mann, nur weil du einmal stirbst. Weil du einmal verreckst. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. So, jetzt lass mich in Ruhe. Gott sei Dank ist der Typ jetzt weg. Aber die haben aber auch gefühlt jeden Gegner in jeder Ecke gespawnt, ey. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Ah, was für ein Kack, ey. Weißt du, du stellst dich aber auch da seltenst dämlich irgendwo an. Du schaffst den finalen Sprung. Du musst nur darüber. Was machst du? Aber es war wirklich dieser Sprung in dieser Quallenhöhle. Ich falle ins Wasser. Sterbe. Ergo, alle Gegner wieder respawnen, damit man natürlich den ganzen Mist nochmal neu machen muss. So, doch mal. Ist das aber noch 13? Ja, ja, doch. Ich wollte nicht so zu beiden Höhle. Also noch einmal. Dinge, die passieren. Ich war da drüben, ich hab den scheiß Kristall gehabt. Ich hätte nur noch den Typen da holen müssen. Einmal das. Damit geht die Franke hoch. Hole ich mir den noch, damit ich da ganz hoch komme. Ich weiß nicht, wie viel versuche ich gerade. Aber das sind alles solche Dinge, die passieren. Los geht's.
Und hopp, dann darüber. So, und jetzt fall bitte. So, jetzt muss ich überlegen, wie springe ich jetzt. Wir nehmen den sicheren Weg. Und zwar ganz dahin. Damit da nicht irgendwie was passiert, damit ich nicht ins Wasser falle. Wie gesagt, ich bin ja mit der Melone ins Wasser gefallen. Damit war die Melone weg. Und beim zweiten bin ich dann ja gestorben. Also du brauchst ja zwei Wasserkontakte, bist du tot. So, komm jetzt hier drauf, bumm. So, und jetzt muss ich überlegen, wie machen wir es. Alter, warte mal, nee. Erstmal auf ganz Nummer sicher gehen, da hinten irgendwo in der Ecke springen. So, jetzt haben wir das zumindest auch. Fakt ist, machen wir das mit der, müssen wir das mit der Melone machen? Nee, wir müssen, warte mal, können wir nicht mit dem hier? Nee, wir gehen nicht, ne? Wir kommen nicht da hoch, oder? Warte mal kurz. Wir müssen ja... irgendwie nochmal da hoch. Und da oben ist ja nochmal... ich gucke mir das Ganze mal bitte an. Jetzt habe ich, dass ich nicht da irgendeinen Scheiß baue. Ach, warte mal. Nein! Nein, warte, nein! Ah, ich hätte die Aktion gar nicht bringen müssen. Wir müssen es eh mit Spongy machen. Oh, Gott sei Dank. Wir müssen es ja eh mit Spongy machen. Ich verstehe. Ach Mann, wir hätten die ganze Mist gar nicht machen müssen. Ich wollte beim Tiki hoch und das Tiki da drauf werfen. Und damit bin ich gefailt. Oh. Damit bin ich gefehlt. Oh Gott, ey. Alter. Was für ein Scheiß, ey. Oh Gott. Ja, nein. Warum? Wieso, weshalb, warum? So, pass auf. Und jetzt springen wir da hoch und verrecken. Pass mal auf jetzt. Ey, das ist mit Ansage jetzt. Ja, ich weiß, was Sache ist. Wir müssen auf den Schalter drauf und damit den Raketen oben reinschießen. Wir müssen natürlich das Ding da oben erstmal treffen. Warte mal, ich muss jetzt mal die Scheißqualle wegschießen. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Ja, warte mal. Wenn die Scheißqualle ein bisschen auf den Senkel geht gerade. Egal, das ist jetzt wurscht. Ich hab sie gerade jetzt in der Ecke. Ist sie tot? Nee, ist natürlich nicht tot. Wie fällt's jetzt? Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt verarschen? Treffe Qualle! Treffe Qualle! Ja, natürlich ist es ja wurscht, weil ich muss ja mit der Qualle nur hoch. So, jetzt. So, jetzt sind wir vermeintlich safe. Ich kenne mich. Es passiert jetzt irgendein Mist. Also wie gesagt, wir sind jetzt hin auf diesem Ding da drauf. Okay, dann weiß ich, dass ich das... also das ist jetzt das quasi der Schalter für das letzte Tor. Aber egal, alles gut, wir haben's. Ich kenne mich. Ich kenne mich, ich kenne mich. Okay, dann Mist passiert jetzt, aber ich bin, egal. Wir haben jetzt erstmal die Hauptaufgabe erledigt. Also das ist mindestens... ja, jetzt muss ich natürlich... dann müssen wir an dem scheiß Ding da vorbei irgendwie, ne? Rechts. Nein, zu niedrig! Und jetzt sterbe ich. Nein, nein. Nix. Boah, das war mal knapp.
Das war aber scheiße knapp, das Ding nochmal. Wir haben auf jeden Fall die Aufgabe. Seetang. Irgendwas. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Oh Gott. Da kommt noch mehr. Da kommt noch was haben wir denn? Ah, gut, okay. Hi, Meerjungfrau Mann. Was machst du hier? Das fragen wir dann mal in der nächsten Folge.